Ein neuer Tag, ein neues Erlebnis und damit herzlich willkommen zurück beim Max unterwegs, heute aus dem Schloss Sigmaringen. Ich werde durch die Räume gehen, nehme dich natürlich mit und wünsche jetzt mal viel Spaß dabei. Max unterwegs, your life. Direkt am Rande der Stadt Sigmaringen gelegen, thront das Hohenzollernschloss hoch über der Stadt. Ab Anfang März bis Januar geöffnet. Bis November täglich ab 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Schließtage Ende Juni bis Anfang Juli sowie an Weihnachten und Silvester. Neben dem markanten Torbogen geht es durch das Burgtor, dessen hinterliegendem Gang die Besucher zur Kasse führt. Hier gibt es dann auch einen Kritikpunkt, zumindest bei meinem Besuch war die Abfertigung unkoordiniert langsam und so bildeten sich lange Schlangen vor den Kassen. Der Eintritt kostet 14 Euro inklusive Führung und der Waffenhalle für einen Erwachsenen. Oder kostenlos mit der Schwäbischen Albcard. Ermäßigungen sowie Familienkarten sind ebenfalls im Angebot. Wer keine Lust auf eine Führung hat, der macht sich mit einem Audioguide selbst auf den Weg. Rundweg beginnt im großen Treppenhaus. Eher ungewöhnlich ist der Beginn der Räume, denn hier beginnt es nicht mit einem großen Saal, sondern erst einmal im Badezimmer. Wer an den Führungen teilnimmt, wird überrascht sein, denn keine Führung gleicht der anderen. Rund 50 ausgebildete Schlossführer laden zu spannenden Themenführungen ein. Nicht nur bei der Führung, auch mit dem Audioguide wandeln die Besucher durch 1000 Jahre alte Kultur und Historie des Schlosses, das auf den Überbleibseln einer Burg erbaut wurde. Die jetzt noch erhaltenen Burgreste stammen aus der Stauferzeit um 1200. Essentielle Burgelemente verschmolzen im Laufe der Epochen mit den Nachfolgebauten. Der Ursprung der Schlossbauten ist weitestgehend identisch mit der äußeren Umfassungsmauer der Burg. Doch egal ob Burg oder Schloss, die Räume sind prunkvoll und die Aussicht ist einfach grandios. Da steigt die Lust, sich einfach mal hinzusetzen und hier und da einen Kaffee oder Tee zu genießen. Rund 20 Räume werden von Besuchern bei einem Rundgang, egal ob mit Führung oder Audioguide, entdeckt. Allerdings wäre ein heutiger Besuch fast nicht mehr möglich gewesen, denn 1893 erfasste ein Großbrand nahezu das ganze Schloss. Dadurch erhielt es jedoch eine durchgreifende Neugestaltung und wurde schließlich in der heutigen Form 1902 fertiggestellt. Der vorerste Abschluss bildet der letzte Saal mit seinen mächtigen Brunnen, einer Empore sowie vielzähligen Wandbildern. Und ja, man kommt doch etwas in Schwärmen, hier einmal an einem Fest teilnehmen zu können. Abschluss der Tour macht die Waffenhalle, die über eine kleine Wendeltreppe im Jagdzimmer erreicht wird. Die Waffenhalle ist bereits inkludiert, lässt sich jedoch auch separat besuchen. Wer sich dafür interessiert, sicherlich lohnenswert. Aus meiner Sicht sind die 7 Euro alleine dafür jedoch schon ziemlich im oberen Bereich und weniger zu empfehlen. Zu sehen gibt's dafür immerhin eine der größten privaten Waffensammlungen Europas mit 3000 Exponaten. Anhand von 17 Stationen wird hier die Waffengeschichte des Sigmaringer Hohenzollernschloss vom 14. bis zum 20. Jahrhundert erklärt. Außerhalb der Schlossanlage lohnt es sich noch in die Kutschenhalle zu blicken, denn diese ist kostenlos.
Meine Empfehlung ist, gleich mit der Eintrittskarte von 14 Euro das komplette Schloss zu besichtigen. Anschließend lässt sich ein Besuch des Schlosses in einem der Cafés in Sigmaringen wundervoll ausklingen. Das war mein Erlebnisaufenthalt im Schloss Sigmaringen. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Würde mich freuen, dich wieder einmal bei einem neuen Video von Max unterwegs begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss, bye bye, mach's gut und bleib gesund.